Hallo Tippsche. Hallo Käsebrotfreund. So, hä? Wer hat denn hier die Wäsche abgehängt? Oh Gott, irgendjemand hat die Wäsche abgehängt. Alter, wir haben doch Frauen oder was? Also ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Da hinten hat auch jemand die Wäsche abgehängt, Käse. Ach so, es zieht ein Sturm auf oder wie? Meinst du, da wird vor dem Sturm die Wäsche abgehängt? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall voll krass, ja. Ja, hätte ich nicht gedacht. Die Umgebung anpasst und so. Weißt du, Käse, ich weiß jetzt, wie man Hühner kauft. Ja, wir wissen jetzt, wie man Hühner kauft. Der Landi ist unschuldig. Aber das ist doch eine Scheiße, Mensch. Sag mal, Landi, der Landladen, wieso willst du uns denn nichts verkaufen? Ich habe keine Ahnung. Sondern hier in so einem ollen Menü irgendwie da rumhirseln. Okay, naja, gut. Wir waren halt einfach zu blöd. Man lernt nie aus, jetzt wissen wir es, ja. Ja. Und mal sehen, wie lange wir... Ich glaube, wir machen jetzt hier noch eine Aufnahme. Ja. Und dann reicht es, glaube ich, auch, oder? Mit der Landwirtschaft, oder was meinst du? Ich weiß nicht, wir müssen mal gucken, was... Wir fragen einfach mal, sollen wir es noch weiterspielen? Also wir machen jetzt mal vielleicht noch 3-4 Folgen. Und wenn ihr dann noch Bock habt, dann machen wir es weiter. Wenn ihr jetzt alle jubelt und schreit und sagt, endlich ist der Scheiß da vorbei, dann lassen wir es erst recht bleiben. Ne? Also wir brauchen unbedingt Feedback. Ja, auf jeden Fall, Timsche, wir brauchen jetzt unbedingt die Crazy Cow, Mann. Los, kaufen wir 2 Stück und dann fahren wir zum Händler und holen wir uns ab. Nee, wir fahren hier mit den Dingern, fahren wir jetzt erstmal zum Händler. Mit den Golfkarts, ja. Absolut, ja. Damit die Spannung bleibt bis zum Ende, ja. Ja, genau, und dann kaufen wir uns die geilen Crazy Cows. Die sind nämlich der Hammer, sind die. Die sind echt der Hammer. Auf Käse. Die sind so geil. Gib Gas, ich folge dir. Ich fahre ja schon. So, auf ins Dorf. So, fahre ich mal hier Autopilot, voll auf 3. Voll auf 3? Okay, 26 km/h. Oh, das ist ja gar nicht mehr so, das ist ja so ein 27. Mofa halt. Ich bin ja schon 27. Oder? Ja. So ein Mofa hat auch so viel. Oh, keine Ahnung. Wieso, war es doch bestimmt früher so Mofa-Gänge so, oder? Du bist doch so der Mofa-Typ. Nee. Nee, bei uns gab es 80er und ich durfte keinen Führerschein machen, aber mein bester Kumpel hat einen 80er-Führerschein und die war ja schon ordentlich schnell, also die war ja schon, hat schon so 80, 90 Sachen gemacht. Na jo, klar, ja. Fundig. Gibt's heute gar nicht mehr. Ist nicht mehr erlaubt. Ist jetzt 125er. Die 80er gibt's doch noch, oder? Nee. Echt nicht? Nee, ich meine nicht. Nur die kleinen 50er und dann gleich und schon dann 125. 125er, ja. Ach, das ist ja pfundig da. Hä? Was liegt denn hier rum? Naja, unsere Gabel halt. Ach so, die tolle Gabel, die wir nicht benutzen können, weil wir immer noch keinen Frontlader, Vorderlader, Dingsda-Lader haben. Kein Lader halt, ne? Okay. Ja, Lader ist auch super. So wie Dacia oder... Ja. Ja, genau. Okay, also... Kauf uns mal schön 2 Crazy Cars. Da. Kaufen. Kaufen. Zurück. Okay. Juhu, da sind sie, Timsche. Aufgestiegen. Yay. Und jetzt Crazy Cars. Yay. Oh Gott. Damit kann man nämlich so Druck machen. Junge, Junge. Oh, mir wird schlecht. Ey, ich kann da nicht hingucken. Oh Gott, ey. Komm, guck hier mal, der kommt Rauch aus den Nüstern. Wo bist du denn hingedüst, Käse? Ich fliege hier schon auf dem Berg rum. Du siehst mich da irgendwo rumfliegen. Links. Fliege ich da irgendwo runter. Ach, da bist du. Ah, jo, hier, ich pese schon voll rum. Ach, ramm ich mal nicht. Mir wird wieder schlecht, ey. Mit denen kann man so geil abgehen. Ey, das ist mir echt zu schnell. Die stellen sich aber voll geil wieder auf. Du kannst mir ja beim Fahren zugucken. Das geht so ab. Mir wird voll seekrank, ey. Jetzt schon. Ja. Okay, ich drehe mal langsam um. Wenden, okay. Crazy Cow, wenden. Einmal wenden, bitte. Vor allem hat die 50.000 Liter Sprit am Start, die alte. Stimmt. Tjo. Da kann uns nichts passieren, ey. Guck mal, was die für geile Moves drauf hat, ey. Das Ob ist man so da geil. Was ankuppeln kann? Wahrscheinlich nicht. Boah, wo bin ich denn? Wo bist denn du eigentlich? Ich bin hier durch so ein Gebüsch gerast. Ach so. Ich bin auf dem Weg zu unserem Hofkäse. Ja, ich auch. Okay, jetzt mal hier Spaß beiseite. Jetzt wollen wir mal ordentlich... Du hängst den Zaun fest. Oh Gott, ey, mir wird da echt schlecht, Käse. Ja, mein Gott, wenn es nichts für dich seekrank. Ist, dann kannst du es ja auch lassen und ich mache damit Schabernack. Ja. Mit der Crazy Cow, aber ich finde sie echt, ich finde sie hammergeil. Ja, schade, dass sie die Beine nicht bewegt. Das wäre noch eine Nummer härter. Ja, das wäre noch ein bisschen cooler, ja. Aber das ist beste Spielinhalt bisher. Definitiv. So. Okay. Ich stelle meine auf jeden Fall mal hier hin und kaufe nochmal noch ein paar Hühner. Ja, genau. Jetzt kauf mal 40.000 Hühner, bitte. Und dann werden wir. 40.000 nicht, aber ich kaufe mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaufe ich mal. So.
Hier, lass meine Kuh in Ruhe. Ich hab's voll über den Haufen gefahren. So, 10 Hühner, guck die mal, müssen ja jetzt hier voll hier. Guck mal. Bäm! Juhu! Jetzt meine ich hier wieder so einen Unfug, ja? Doch, das ist das Beste daran. Mit dem Traktor will ich rumfahren. Du kannst dich ja da irgendwo wegballern. Ja? Haben wir jetzt, oh ja, sieh an, wir haben Hühner. Jo, jede Menge davon. Und was kann man jetzt machen? Kann man die irgendwie füttern oder so? Ich weiß nicht, wir können jetzt da irgendwie... Irgendwas kann man machen... Irgendwas war mit bester Hahn kommt irgendwie ins Haus links oder ach, irgend so ein Zeug und irgendwie mit Eier, wir können die Eier verticken auf jeden Fall. Das können wir dann beim Landi machen irgendwie, ja. Okay. Oder beim Eierladen in der Stadt irgendwie und so. Okay, aber irgendwie müsste man die doch auch füttern oder so. Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. So viel weiß ich nicht, Tim. Ich doch keine Ahnung nicht. Das weiß ich doch wirklich nicht, Tim. So, ich guck mal, wie schaut's denn bei uns beim Feld aus eigentlich? Ich pees gerade mal so drüber, hier stehen noch zwei Golfkarts rum. Wer hat denn die da stehen lassen einfach, sag mal? Irgendein Vollhorst. Ja, dein Vollidiot. Ja, ja. Stimmt. Ah, ja, ja. Nee, sieht noch nicht so top aus hier. Das sieht noch so aus, als wäre es, naja, wir könnten eine Runde düngen, vielleicht hilft das, hä? Wir haben doch gedüngt beim letzten Mal, oder? Keine Ahnung, machen wir auf Autopilot und so. Ich fahr auf jeden Fall mal den Traktor dahin. Ja, das kannst du mal machen, ja. Oh, komm. Vielleicht hole ich noch die Düngemaschine und dann, ach, obwohl, ich weiß nicht, wollen wir jetzt hier nochmal eine Runde rumernten? Ich meine, das ich würde es automatisch ernten lassen halt irgendwie. Ja, das stimmt, ja. Also ich meine, also das ist auf jeden Fall unser Job als Bauer halt, ne? So leid es mir tut. Ah jo, jetzt mal nicht rumgeflennt irgendwie. Ich stell da irgendwie einen schönen Helfer ein und so. Ja, ja, klar. Der soll das alles machen. Das machen wir auch, ja. Und ich hole jetzt hier die Giftspritze und da wird immer eine Runde rumgedüngt. Achso, wir können auch mal ein bisschen Unkraut vernichten oder so. Unkraut vernichten? Das macht bestimmt auch voll Spaß. Ja, bräuchten wir halt erst Kohle, um einen Unkrautvernichter zu kaufen. Ah jo. Stimmt, jetzt haben wir halt nichts mehr, gell? Nee, jetzt haben wir zwei voll, crazy Cows. Wir sind jetzt blank mit unseren verrückten Kühen. Ja, aber die sind ja wohl ihr Geld total wert, ey. Das stimmt. Die fahren 60 oder so. Das ist ja wohl der Hammer. Und die stellen sich automatisch immer wieder auf. Das ist ja wohl auch der Hammer. Die sind schon cool. Mir wird nur schlecht beim Reiten von denen. Ja, ja, dann kann ich dir mal ordentlich was vorreiten und... Oh Mann. Und dann wird das schon, Timsche, ja? Meinst du? So, anstreuen, jetzt wird ordentlich gedüngt und ich hätte jetzt gerne einen Helfer, wenn es möglich ist. Ist nicht möglich? Hä, warum nicht? Wieso kann ich hier keinen Helfer einstellen, Scheiße? Vielleicht ist da schon gedüngt. Ja, wir haben ja beim letzten Mal da ausgiebig gedüngt. Keine Ahnung, viel hilft viel und so, komm. Ach so. Alles drauf an dem Zeug hier, ich mag jetzt hier mal ordentlich... Gegend. Na jo. Aber jetzt mal ohne Witz, ich mag jetzt hier bitteschön... Was dann? Einen Helfer einstellen. Ich mag das doch jetzt nicht selber machen hier, Scheiße. Naja, dann lässt es halt bleiben. Wofür bin ich denn Großbauer? Aber ich mag doch den Ertrag steigern. Ich bin auch voll die Kapitalist-Sau. Und mag jede Menge Geld damit scheffeln. Okay. Und dann kaufe ich mir den Fuhrpark von Crazy Cow. 20. Vielleicht gibt es hier nur unterschiedliche Farben oder so. Naja, oder auch irgendwie aufgemotzt oder so. Da irgendwie vielleicht... Muss ja eigentlich nur eine kleine Texturdatei oder irgendwas sein, gell? Ja, ja, so ein Spoiler montieren und so. Meinst du, oder so ein Blinklicht aufs Dach? Ja, genau. So, Ulle. Dass ein bisschen mehr Bodenhaftung hat. Ja, du pähst da immer noch schön gepflegt. Ja, warum kann ich nicht... Bäh, bäh, sag ich dir mal. Bäh, ich will noch einen Helfer jetzt anstellen hier. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin enttäuscht. Macht dich das nicht glücklich, Käse? Nee. Dich etwa? Geht so, würde ich sagen. Was machst du denn? Ich fahre hier einfach rum. Ich dachte, weiß nicht. Kauf uns doch mal noch ein paar Kühe irgendwie. Lass doch mal gucken jetzt hier. Wenn wir jetzt die letzte Aufnahme, dann lass uns mal jetzt allen Shit ausprobieren hier. Sag mal, wo sind die Kühe? Kühe sind... Also weißt du, kauf einfach mal welche und dann werden wir schon sehen. So, crazy da cow. Da ist eine Kuh und ein Schaf, habe ich mal gekauft. Kauf mal, was jeweils eins. Ah ja, der kostet 2000 irgendwie. Ach so, was? So teuer ist eine Kuh? Ah ja, jetzt haben wir noch 4000. Zwei Lappen für eine Kuh? Ja, ja, klar. Wow. Ach, Alter. Ah. Und hier ist sie schon mal nicht. Da ist es leer. Das ist auch leer. Müssen wir die irgendwie jetzt abholen noch irgendwo beim Landi oder so? Kann ich mir kaum vorstellen. Nee, die Hühner werden ja auch Auto geliefert, nicht wahr? Ja, ja. Wow, crazy cow. Crazy cow. Ich mach voll ein Salto nach dem anderen. Hier ist jetzt auch nichts spontan. Ja, dann, Hä? Nix da Wildwuchs. Gefatt. Ich sehe aber auch kein Schaf. Siehst du irgendwo einen Schafkäse? Nee, hast du es wirklich gekauft? Ich glaube schon. Ich habe ja nur noch 4.900. Also für irgendwas habe ich zumindest Geld ausgegeben. Ja? Okay, ja. Oh Gott. Ah,
Crazy Cow-Motte. Ach, das ist das Beste, was ich hier in jedem Spiel also erlebt habe. Eigentlich sieht das da ja, also die Hühner sind ja gekommen, ne? Ja, ja, die Hühner sind voll Auto geliefert worden, ja. Und aber wo ist denn hier der Kuhstall hier? Ist das da vielleicht der Kuhstall? Also ich hätte ja hier auf... Auf das da getippt. Ja, sieht halt nicht ganz wie ein Kuhstall aus. Vielleicht braucht man zuerst einen Kuhstallkäse. Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht? Nee, habe ich überhaupt nicht. Ich gucke mal, ob ich hier so Kuh-Dings irgendwas kaufen muss, weil es gibt ja noch so platzierbare Objekte. Ach so, jetzt gibt's so voll den krassen... Bienenhaus, Treibhaus für Kräuter-Solaranlage. Eine Windkraftanlage für 1,2 Millionen, oder was? Ja. Ja, na dann. Ja, so ist denn... Nee, das ist es aber nicht so richtig irgendwie. Ja, und ich meine, die Schafe, die brauchen einfach nur eine verdammte Weide, aber wo ist da jetzt hier die Schafweide, sag mal? Ich habe keine Ahnung, Käse. Oh, hier ist hier voll der Grillplatz her, oder was? Wo denn? Hier hinten beim... Oh ja, hier sind auch so schöne Tische und Bänke. Oh, jetzt bin ich... Oh, jetzt ist es nicht gut. Wo bist du denn hingefahren? Ui, ich bin... Ja, ich bin hier zu unserem Haus, bin ich mal hochgefahren. So. Weißt du? Oh, wir haben zwei Häuser. Ja, ja. Vielleicht mal. Ist da ja eins deins und eins meins und wir haben uns die ganze Zeit aus Versehen im falschen Haus rumgedrückt. Was, du lieber Gott. Ich glaube auch Wäsche ist wieder aufgehängt worden hier, mal, hinter unserem Rücken. Was ich hier für geile Moves machen kann, muss mal gucken hier. Ja, genau. Oh Gott, mir wird schon wieder schlecht. Oh, das ist der Hammer. Oh, das ist der Hammer, Mann, das ist der Hammer. Tatsächlich. Ja, jetzt wart, hier mit den Tischen und so, da kannst du mich hier voll die, ne? Ja. Auch nicht grinden und so. Kann dir voll die Tricks machen irgendwie. Ach, mach mal einen Olli. Hier, 360 Backflip, No Scrap, To Tail, Schieß mich tot, irgendwas in die Wand und so. Käse, irgendjemand hat die Wäsche hinter unserem Rücken aufgehängt. Was? Ja, wir müssen doch Frauen haben. Irgendwie ist hier was im Busch. Ich habe auch das Gefühl. Wow, ich war gerade fast auf dem Hausdach. Echt? Ja, ja, ich hänge hier so irgendwie in der... Wollen wir nicht Oh je, jetzt habe ich mich irgendwie festgehangen. Wo hängst du denn? Komm mal zu mir. Ich komme. Da hinten. Oh. Ich muss erst wenden, Käse. Ich muss erst wenden. Oh, du hängst an der Veranda, ha? Ich hänge fest. Kannst du mich mal anfahren, bitte? Nee, da hatten wir ja schon mal 30 Minuten in einer Folge. Es tut mir wirklich leid, ich kann dich nicht anfahren. Jetzt fahr mich einmal kurz an, Tim. Nein, nein, das mache ich nicht. Jetzt mach schon. So eine Scheiße mache ich nicht mehr. Doch, da, guck, voll gut, vielen Dank. Oh Gott, oh Gott, ey, ich kann nicht hingucken. Oh nein, oh Gott. Ach, okay. Ey, wir müssen vor der Folge müssen wir auf jeden Fall eine Warnung aussprechen, ja, irgendwie so, ja. Dass die Leute keinen epileptischen Anfall bekommen, wenn sie das gucken. Ja, ja, vielleicht, ja. Wenn wir es nicht gemacht haben, jetzt wisst ihr es ja. Ja, ja. Warum ihr zuckend am Boden liegt. Crazy Cow. Ja. Ach, super Sache. Ist es jetzt eigentlich hier schon reif? Sag mal hier. Ich weiß nicht. Guck mal. Ach so, I für PDA, genau. Und dann, nee, nicht zoomen, sondern, genau. Ach so, das sieht man ja gar nicht auf dem PDA. Haha, Vollidiot. Nee, kacke. Aber es ist höchste Wachstumsstufe. Oh Gott, dann ist es ja schon so gut wie reif, oder? Ja, so gut wie halt, ja. Ach, wir können schon mal hier den Wollen wir uns denn noch irgendwas holen? Angucken? Wir waren ja noch nicht überall, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, mit der Crazy Cow sind wir natürlich flott unterwegs. Ja, ja, auf jeden Fall. Kartenansicht. Also, wo waren wir denn schon? Hier ist hier ein Golfplatz oder so. Wollen wir mal hier zum Golfplatz fahren, Käse? Ja, das können wir machen, ja. Und hier ist auch der Campingplatz wahrscheinlich. Da fahren wir fahren zuerst hier hin und dann fahren wir dahin, zum okay? Zum guten alten Wildwuchs und so. Ja, ja, okay. Ja. Das machen wir. Okay, ja, du, dann tschakka und so. Auf Wo geht's, bist du? Ja, hinter dir. Okay, folge mir unauffällig. Käse hier zum Golfplatz. Käse-Piese. Käse-Piese? Ja, ja. So. Ach, ist das schön schnell mit der Crazy Cow da. Ja, Hammer. Hammer schnell. Die, die fährt 65, ey, geil. Hast du sie jetzt mal auf 3 festgestellt, oder was? Hier. Nö, nö. Pio! Hab dich voll überholt. Auf 4, oder auf was bist du gegangen? Nö, ich glaube, es gibt nur 3 Stufen, oder? 4 ist nichts, oder? Stimmt. 3 ist schnellst. Guckst du? Oh, da hinten bist du. Ich sehe dich wo da ganz jetzt, entfernt. Wo bist du jetzt als erstes? Naja, auch rechts hoch einfach mal. Boah, Trick. So, einfach hier. Oh Gott, ich fühle mir schlecht. Von viel im Kreis fahren. Aber mit dem Crazy Cow im Kreis fahren ist auch echt sportlich, gell? Ja, das stimmt. Das ist schon Sport. Und jetzt hier Cross Country. Pio! Pio? Nicht Cross Country? Ich mach Cross Country. Ja?
Ah ja, die Crazy Cow, die packt es ja wohl. Komm schon, zieh, zieh, hier ist zieh. Hier sind Säcke. Ah ja, Konkurrenzbauer oder was? Ich weiß nicht, was hier ist. Ich vielleicht muss da mal kurz einen Blick die Dorfladen, die Mühle, die irgendwas. Wow. Oh Gott, hier ist ja ein Wasserfall. Da darf ich jetzt mal nicht reinfallen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Es ist auf jeden Fall nicht so spannend. So, wo bist du? War beim Wasserfall. Ich bin hier, ich weiß nicht genau. Ja, da bin ich irgendwo. Ich bin auf irgendeiner Brücke. Ah, da bist du. Hallo, Timsch. Hi, Käse. Oh Gott. So, ich bin ja auf dem Fersenkäse. Meine richtig, ja. Okay. Nüstern lefzen, meine Lefzen nüstern. Es kommt Rauch aus meinen Nüstern. Ja, ja, du bist halt auch. Ist das ein Zeichen dafür, dass ich bin ganz lüstern? Ich glaube nicht. Das sehen wir uns ja ausnahmsweise mal. Oh nein! Ich habe mich unter die Veranda gefahren. Hilfe. Hilfe. Oh, jetzt hast du dich richtig drunter gefahren. Oh nein. Naja, Pech für dich. Ich lass dich da mal und der Porsche mal in der Zwischenzeit hier den Golfplatz. Ach du Kacke, jetzt bin ich auch noch falsch rum. Ach du Scheiße, jetzt habe ich die... Oh, jetzt bin ich oben. Okay. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Guck mal. Hat deine Crazy Cow die Erdanziehungskraft irgendwie falsch interpretiert, Käse? Hey Mann, du musst jetzt hier raus, Crazy Cow. Komm schon, ey. Du hast sie kaputt gekriegt. Ich habe sie kaputt gefahren. Nein! Ich habe sie echt kaputt gefahren, oder was? Das ist Pech, Käse. Jetzt gibt's keine Crazy Cow mehr für dieses Spiel. Nee, oder? Jo, ich gehe jetzt hier Golf spielen mit meiner Crazy Cow zusammen. Nein! Und ich hänge hier... Ach nein, komm schon. Ich hänge jetzt echt fest. Musst du dummerweise gleich in den Traktor einsteigen und beim Ernten unterstützen. Ja, während ich hier den Golfplatz erkunde. Oh komm, du Kackspiel, ernsthaft. Das willst du mir jetzt nicht antun, hier die Crazy Cow unter dem scheiß Ding da festgemacht, ey. Oh nein. Also der Golfplatz ist jetzt, naja, kein 18-Loch, aber so ein kleiner halt, ne? Eigentlich ganz apart. So. Ja? Hat auch eine du als alter Golfprofi kannst es durchaus beurteilen. Ajo. Wenn du wüsstest, was für ein cooles Handicap ich habe irgendwie so, ja. Ja. Ajo. 32.000 über Paar. Naja, auf jeden Fall hänge ich nicht kopfüber unter der Veranda auf einer verrückten Kuh, ne? Ich komme hier raus, oh, komm schon, Mann, ein Scheißspiel. Ich werde auf jeden Fall dich da wahrscheinlich nicht rausretten können, Käse. Ich will hier raus. Ich bin auf der Veranda jetzt, ja. Und jetzt stehe ich kopfüber auf der Veranda. Naja, auch nicht schlecht. Komm schon, Crazy Cow, du schaffst es. Ich glaube nicht, dass sie das schafft. Ich bin schon fast mit dem Arsch bisschen raus. Die hängt ja jetzt in dem Pfosten drin irgendwie. Okay. Das gibt's doch nicht. Und was willst du jetzt dagegen unternehmen, Käse? Wollen wir jetzt wieder hier 30 Minuten den Zuschauer zuschauen lassen, wie du dich da versuchst irgendwie rauszuschuckeln? Ja, oder ich kann doch jetzt nicht hier für die letzte Aufnahme irgendwie die Crazy Cow hier an die Wand fahren und so. Das geht ja jetzt wirklich nicht. Hättest du mal nicht da unters Dach irgendwie dich reinbuxieren. Ja, das war ja keine Absicht, mein Gott. Jetzt hänge ich halt hier total. Ich bin da, ich meine, weißt du, ach komm schon, oder? Das gibt's doch nicht. Ja, was soll ich da machen? Jetzt hängen wir beide fest. Nee, ich bin wieder rausgeflogen. Pfundig, ja. Also, ja, es hilft alles nichts, gell? Die hängt jetzt halt voll in der Scheiße hier. Die hängt jetzt in der Scheiße. Haben wir noch Geld? Können wir noch eine kaufen? Nee. Ajo, dann können wir schnell irgendwas verticken, oder? Ich hänge mal hier kurz den Hänger an und dann verticke ich noch ein bisschen Korn und dann. Meinst du? Hol ich mir noch so eine Crazy Cow. Okay. Ja, oder ich fahre hier ganz gemütlich mit meiner Crazy Cow. Wir können natürlich auch einfach aufhören, Timsche. Aufhören? Ajo. Wieso? Ja, Schluss, Feierabend, genug. Schluss. Aha. Schluss, hä? Ne? Naja, wenn du meinst. Naja. Naja gut, der Käse hat keinen Bock mehr, also stellen wir Farming Simulator hier ein. Ja, dann würde ich sagen, ich stehe hier mit meiner Crazy Cow und sage, ja, dann ciao, liebes Publikum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Crazy Cow.